Hallo und herzlich willkommen in der Klemmbausteinwelt. Ein riesengroßer, flacher, aber dennoch breiter Karton liegt vor mir. Und eins vorweg, heute geht's im Grunde genommen nicht um Klemmbausteine. Also seid gespannt. Warum macht der Onkel ein Video, was nichts mit Klemmbausteinen in dem Sinne zu tun hat? Will ich euch natürlich gerne erklären. Wer die Videos von Notre Dame kennt, der weiß, dass man in Notre Dame sich einen Stein mit seinem Namen kaufen kann. Den laser ich selbst, habe ich auch schon in einem Livestream gezeigt, wie das geht, beziehungsweise konnte man sich das ja auch später dann als Video anschauen, wie ich das gemacht habe. Und das hat immer wieder Fragen aufgebracht. Wie machst du das? Womit machst du das? Was kostet sowas? Wie funktioniert sowas? Ich habe das natürlich immer treu und brav beantwortet und irgendwann kam der Tag, da hat mich die Firma Nähe, oder ich sage einfach Nähe, weil so steht es drauf, so kann ich es aussprechen. Die haben mich angeschrieben, denn auch die haben das Video gesehen, in dem ich einen Stein gelasert habe. Ich habe das ja auch bei Instagram und bei TikTok schon gezeigt. Also die sind auf mich aufmerksam geworden, fanden das klasse, dass ich das so mache und wollten sich einfach dafür bedanken, dass ich Werbung für die gemacht habe, obwohl ich eigentlich keine Werbung gemacht habe. Aber wenn man sich bei mir schon mal meldet, dann habe ich gedacht, dann gehe ich mal mit denen ins Detail. Denn was mich immer gestört hat an meinem kleinen Laser, ich hole ihn mal hier ins Bild, ich habe ihn immer hier stehen, das Gabel, mehr ist das nicht. Es passt eine 2x4 Fliese da drauf und das war's. Das war mir aber zu klein. Wenn ich mal was Größeres lasern möchte, komme ich da an meine Grenzen. Da habe ich denen gesagt, ich brauche irgendwas ungefähr doppelt so groß. Hier liegt es. Muss ich gleich vorneweg sagen, man hat mir gesagt, wenn ich das Ding bewerbe, dann bekomme ich ihn zur Verfügung gestellt. Also mache ich das heute ganz gerne mal. Es hat nichts mit Klemmbausteine zu tun, aber ein Stück weit geht es um Klemmbausteine, weil ich immer wieder gefragt werde, wie funktioniert das? Und dann habe ich gedacht, dann machen wir das heute mal zusammen auf und schauen uns an, was da drin ist. Also dieser Laser ist jetzt nicht mehr so ein kleiner quadratisch praktischer Würfel wie der, der vor mir lag. Hier ist ein bisschen was Größeres drin und das Ganze soll auch noch anscheinend zusammengebaut werden. Ich bin gespannt. Auf den Bildern sah das Ganze immer sehr, sehr groß aus. Und ich habe keine Ahnung, ob das Ganze nicht vielleicht für meine Zwecke jetzt auf einmal zu groß ist. Denn mein Wunsch ist es einfach nur, dass ich sage, ich möchte da vielleicht mal irgendwas bis in der Größe von 6 auf 8 mit lasern können. Vielleicht entwickelt sich hier für mich ein zweites Hobby. Also das Ganze ist schon mal sehr, sehr solide eingepackt. Ich nehme das jetzt mal, ich gehe mal zurück, nehme das Ganze hier mal so ein bisschen auf meinen Schoß. So, nee, muss das so machen. Es ist einfach zu viel drin. Es ist zu viel drin in dem Karton. Es raschelt nicht. Ist gerade ungewöhnlich, dass ich hier wie eine Art Review mache, was nichts mit Klemmbausteinen zu tun hat, obwohl ich es für Klemmbausteine brauche. Verzeiht mir bitte, dass ich das auf diesem Kanal mache. Ich habe keinen zweiten Kanal, auf den ich das auslagern kann. Aber ich denke mal, es wird euch vielleicht trotz alledem interessieren, was ich hier mache, wie das funktioniert. Und vielleicht möchte der ein oder andere das ja nachmachen. Also ich weiß, dass gerade von dem Kleinen sind dann doch so ein paar bestellt worden von Leuten, die ihre eigenen Steine lasern möchten. Meine Güte, ist hier viel Zeug drin. Das ist auf jeden Fall ein wunderschöner Bausatz. Ich will nur aufpassen, dass ich hier nichts kaputt mache. Ich sehe auf jeden Fall jetzt schon, die Bastelstunde ist in dem Sinne eröffnet, dass ich mir hier was bauen muss, wo ich das Gestell schlussendlich dann draufpacke. Hier sind Kabel drin, hier gilt es also wirklich ordentlich aufzupassen, dass man nichts zerstört. Und
und hier auch noch mal Kabel, also wirklich sehr, sehr viel. Also das Ganze kam wunderschön und sicher verpackt. Ich habe alles draußen hinein, hier hat sich also nichts mehr versteckt. Kann dieser Karton erst einmal hier in die Ecke und dann will ich mal schauen. Also auf jeden Fall macht das schon mal alles einen qualitativ sehr, sehr guten Eindruck. Eine schicke UV-Brille. Bei den kleinen ist immer ein UV-Glas mit dabei. Hier ein Antrieb. Müssen wir da mal rausfinden, welche Achse das sein soll. Netzkabel, Schrauben, ein bisschen Werkzeug. Hier nochmal ein Trafo. Ich hoffe, hier muss man nicht löten, sondern einfach nur anschrauben. Witzig ist, das war auch bei dem Kleinen mit dabei, so ein klein bisschen Holz, dass man anfangen kann, so ein bisschen rumzulasern. Wir nennen dafür natürlich Klemmbausteine, das Wichtigste überhaupt, der Notaus. Ihr kennt das von meinen anderen Videos. Ich schalte auf meine andere Kamera, dann werde ich das Ganze hier mal zusammenbauen und ich bin gespannt, wie das Ganze hier vonstatten geht, ob es wirklich das ist, was ich gesucht habe. Eine halbe Stunde und vor mir steht quasi schon alles. Ich weiß, es ist nur ein Stahlgerippe oder ein Aluminiumgerippe, aber es passt alles 100% zusammen. Die Kabellängen, das funktioniert wunderbar. Der Rahmen als solches, irrsinnig stabil. Es hat alles 100%ig ineinander gepasst. Die Größe, die vor mir ist, die macht schon Freude auf mehr, denn hier kann ich nicht nur eine Fliese, hier kann ich wirklich in Serienproduktion gehen. Also was ich im Prinzip schon gesagt habe, für mich als solches im Grunde genommen schon zu groß, der andere aber zu klein und das hier ist die nächste Größe. Ich kann es nicht anders sagen. Was ich noch nicht dran gemacht habe, das ist die Luftpumpe, also die Blasvorrichtung hier unten am Laser, weil wenn man gewisse Materialien hier graviert, das schmilzt alles. Es ist aber alles dabei, um das Ganze zu machen. Ich habe auch den Notaus noch nicht eingebaut. Er ist dabei. Und ich habe hier noch eine Steuerung für Lüfter. Auch die ist mit dabei. Habe ich auch noch nicht dran gemacht, weil ich glaube, um das zu zeigen, muss das alles nicht dran sein. Ich werde mir dafür eine schöne Kiste bauen, weil es soll ja auch staubgeschützt stehen. Ich möchte euch das Ganze aber hier erstmal zeigen und deswegen nutzt diese Staubbox jetzt nicht wirklich wahnsinnig viel. Wir machen das mal so. Ich werde hier gleich was reinlegen zum Lasern und dann werde ich den Raum verlassen. Das wird schon funktionieren. Ich nehme da Rücksicht auf meine Gesundheit. Ihr braucht am Bildschirm keine Angst zu haben. Alle Schrauben, die noch gebraucht werden, sind dabei und ihr braucht auch nicht mühselig nach Werkzeug suchen, denn auch für jede Schraube ist ein Werkzeug mit dabei. Also in der Beziehung ist das alles wirklich wunderbar. Ein rundum sorglos Paket. Hier der zweite Kabelschlitten kommt dann hier dran für USB, Strom und die Lüftersteuerung, denn der Schlitten fährt ja hin und her. Meine Freude ist groß, hier jetzt endlich etwas lasern zu können. Natürlich werde ich jetzt hier ein wahlloses Motiv mir im Internet raussuchen und dann werden wir uns mal das Gesamtergebnis angucken. Ich bin mehr als gespannt, wie schnell ist er, wie sauber arbeitet das Ganze. Ich werde dafür 4 mm Pappelsperrholz als erstes mal verwenden. Wenn das alles funktioniert, dann werden wir natürlich auch noch eine Fliese lasern.
Ich gehe mal wieder an die Ansicht von oben, weil ich glaube, das dürfte für die Laserarbeit als solches dann doch die interessantere Ansicht sein. The chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. And when I feel like this, I'm immortal. 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 Eine ganze Nacht ist der Laser jetzt schon beschäftigt. Ich habe ein Bild in einer sehr, sehr hohen Auflösung hier reingeschmissen, mit der ich im Grunde genommen wusste, dass das Ding jetzt ein paar Stunden zu tun hat. Dass es so viele Stunden werden und das Ganze hier noch nicht fertig ist, hätte ich nicht gedacht. Ich lasse das mal noch laufen, einfach nur, dass ihr mal das Geräusch auf euch wirken lasst, wie laut der Laser ist. Also er ist wirklich angenehm leise, was aber wirklich interessant ist. Ich muss aufpassen, dass ich da nicht ständig reingucke, weil das wäre für die Augen so ein bisschen blöde. Das ganze Ding arbeitet jetzt seit 17 Stunden ununterbrochen. Also ich hätte da wirklich eine Auflösung nehmen sollen, die wesentlich einfacher ist, damit das schneller geht. Aber es ist ja schön zu sehen, dass ich jetzt sagen kann, so, er läuft ja noch. Also es sind jetzt knapp 18 Stunden Dauerbetrieb. Die Temperatur von dem Laser ist nicht über 23,9 Grad gestiegen und hier mein Raum ist eigentlich gemütlich warm. Also der kleine Lüfter, der hier drauf ist, der macht auf jeden Fall seine Arbeit. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier unterbrechen soll oder ob ich das Ganze andersrum. Ich werde mir dieses Bild wahrscheinlich niemals an die Wand hängen. Lassen wir nur noch so ein bisschen klein, bisschen hier rumsurren. Ich hoffe, ich kann das jetzt natürlich nicht überprüfen, weil ich hier rede. Und ich weiß nicht, wie laut das hier im Lautsprecher ist. Ich denke mal, es sollte aber gut sein, weil ich sehe, dass ich lauter spreche, als dass der Laser hier gravieren würde. Aber ich denke mal, alles in allem, wir können ihn auch hier jetzt wirklich mal abbrechen lassen. Das Bild ist fast fertig. Ich werde es mir sowieso nicht aufhängen. Es war ja nur ein
grober Versuch. Also mache ich hier mal einen Stopp. Jetzt fragt er mich natürlich, ob ich das Gravieren abbrechen möchte. Bestätige ich mit OK. Und schon ist hier Ruhe im Karton. Sehr schön. So, haben wir das hier soweit auch. Also, wenn ich den jetzt wegnehme, jetzt wird es ein bisschen lustig, weil ich habe anfangs mit 100% angefangen. Ich habe nicht bedacht, dass dieser Kasten so viel mehr Watt hat als mein alter. Und da habe ich doch wirklich hier an dieser kleinen Stelle mir so ein bisschen das Furnier von meinem Tisch versaut. Jetzt weiß ich nicht, fällt hier irgendwie was großartig runter? Nein, fällt es nicht. Stellen wir das mal so hier hin. Also das ist bis jetzt dabei rausgekommen. Aus der kalten raus. Der Laser ist noch nicht justiert. Ich habe ihn jetzt nicht wirklich auf Sperrholz eingestellt. Stellen wir es nochmal so hier hin. Also wirklich aus der kalten raus gelasert, ohne den Punkt zu justieren, ob es eine breite oder schmale Auflösung soll. Das habe ich jetzt wirklich aus der kalten raus und dafür finde ich, ist das Ergebnis sehr, sehr ansehnlich. Na klar, ist es teilweise ein bisschen arg weit in das Holz rein gebrannt und nicht, wie bei meiner ersten Platte, da war es sogar durchgeschossen, weil es noch auf 100% gewesen ist. Aber ich denke mal, damit kann ich leben. Damit kann ich ausbauen. Das ist also wirklich genau das, was ich für mich gesucht habe, weil hier kann ich mir das alles... Ich lege mir hier zwei, drei Grundplatten rein und kann meine Fliesen im Dutzend lasern und muss nicht mühevoll ein nach dem anderen Grafik wieder einlesen. Und von vorne, hier kann ich einen großen Schwung auf einmal gravieren. Dafür ist dieses Gerät gedacht gewesen. Die Hälfte hätte mir zwar auch gereicht, gibt es aber nicht. Aber es gibt mit Sicherheit Leute, die jetzt nicht unbedingt auf Klemmbausteine sind, die dieses Video vielleicht gefunden haben, weil sie auf der Suche nach einem Laser sind. In dem Sinne, herzlich willkommen in der Klemmbausteinwelt. Mehr kann ich euch über diesen Laser wirklich nicht sagen. Ich habe euch alle Geräte, mit denen ich zusammenarbeite, in der Videobeschreibung verlinkt. Könnt ihr euch das Ganze also selber nochmal anschauen. Wollt ihr nur für zu Hause so ein bisschen Spielerei machen, dann empfehle ich euch diesen kleinen. Ist unten auch verlinkt, kostet glaube ich keine 100 Euro. Es passt eine 2x4, es passen vielleicht auch noch zwei 2x4 Fliesen drauf. Die lassen sich damit recht gut gravieren. Dafür habe ich sie auch immer genommen. Dafür reicht es. Wollt ihr ein bisschen was Größeres haben, dann seid ihr in dem Sektor unterwegs. Habt ihr Fragen, dann benutzt gerne die Kommentarfunktion. Hat euch mein Video gefallen, freue ich mich auf den Daumen rauf. Hat es euch nicht gefallen, na dann nutzt ihr natürlich den Daumen runter. Wenn ihr hier jetzt auf einmal neu drauf gekommen seid und denkt euch, hey, der Onkel, der ist ja vielleicht ganz nett, dann freue ich mich über ein Abo. Und wenn ihr benachrichtigt werden wollt, wann ein neues Video online geht, dann drückt ihr einfach die Glocke. Alles kein großes Geheimnis. Was auch kein großes Geheimnis ist und was ich bei jedem Video sage und was immer von Herzen kommt, das ist, dass ich euch bei meinem nächsten Video gerne gesund vor euer Monitor wissen möchte. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag, Abend, Nacht, Mittag, Nachmittag, Mitternacht, wann auch immer ihr dieses Video gerade schaut und macht noch eine schöne restliche Tageszeit draus. Und ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zuschauen.